Ach, moin moin ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Livestream. Heute mal mit etwas sehr Besonderem. Und zwar wird man es anhand des Titels bereits erkennen können. Wir streamen heute nicht alleine, sondern mit zwei Personen, die ich sehr respektiere und schätze. Und ein entsprechendes Intro gab es gerade eben im Stream. Und ich würde sagen, wir hüpfen doch mal direkt rein, oder? Ja, schauen wir mal. Aber am Ende des Tages, glaube ich, jeder kann sich 10 Euro da reintippen für eine neue Strecke. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, mit uns mitzumachen, denke ich. Also den Skippy muss man ja kaufen, muss man den kaufen, Skip-Barber? Skippy, glaube ich, muss man kaufen, ja. Und Watkins Land auch? Ja. Okay, dann sind es 22 oder 25 Dollar. Aber macht nichts. Ja, Freunde, macht nichts. In 6 Minuten sind wir online und es wird Spaß machen, glaub mir das. Guten Abend. Alles klar. Der Dave ist auch am Start. Dave. Willkommen im Rennerast Twitch Kanal. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja. Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Gerne, gerne. Immer gerne, Bro. Twitch, ja, heute Abend wird ein bisschen Drafting geben. Ich habe gesehen, du hast ja ein bisschen Oval Training gemacht und deswegen wollen wir auch hier ein bisschen Drafting machen heute Abend. Ja, perfekt. Passt super zusammen. Kelvin, das ist ein Fix-Setup, oder? Genau. Gut. Dann würde ich sagen, wir springen auf den Server rauf. Wir verraten das Passwort noch nicht. Das Server geht erst um 8.10 Uhr live, mein Freund. Tut mir leid. Okay. Also ja, brauchen wir auch Glück, um auf den Server zu kommen. Nee, also wir können halt bis 12 nach können wir halt warten, oder 11 nach können wir halt warten. Ja, weil das Passwort haben wir noch nicht rausgegeben. Wir geben gleich den Server bekannt, also wir joinen erst den Server, dann geben wir den Server bekannt und dann das Passwort und dann könnt ihr alle draufspringen. Draufspringen, genau. War das Passwort nicht René van der Rast? Ja, genau. René van der Rast. Das wäre eigentlich so ein geiles Passwort für nächstes Mal. René van der Dave, so ey, alles ich, mal mit Dave, einnehmen. Ich bin hier am, also der K-Flay ist ja laut am Spielen hier auf meinem Stream. Also danke für den Tipp, Kollege. Der ist mittlerweile nur am, nice. Wie heißt das? Replay den ganzen Tag. Also war es tatsächlich so, dass ich dir den Interpreten empfohlen habe, oder wie? Ja, also ich war bei dir im Stream, dann hast du ja ein paar geilen Tunes rausgehaut und dann habe ich so diesen Typen angeguckt auf Spotify und jetzt gefällt mir echt cool die Sache und ich habe mittlerweile jetzt 5 Songs von ihm hier drauf. Ah, okay, weil ich konnte das nicht zuordnen, ob du meintest, also du hattest ja ein anderes Lied, war da auf dem Screenshot drauf, deswegen dachte ich, dass du mir ein Lied empfohlen hattest. Und ich wusste nicht, dass du mir geschrieben hast. Nee, ich habe deinen Stream angeguckt und so habe ich es gefunden am Ende. Aber, okay. Weil du hast ja guter Trip geschrieben, da dachte ich, okay, dann höre ich mal in das Borderline mal rein und fand das auch nice. Nee, das war ein guter Tipp von dir, Kollege. Okay, ja. Hey, das läuft bei mir auch jetzt in Dauerschleife. Okay, mega. Was hast du für einen Hut an heute Abend? Nordschleife 24 Stunden. Ja, okay, geht. Da mit Mercedes Cup heute Abend wäre gar nicht gegangen, ne? Mit 2 Audi Fahrer im Stream. Ja, ich habe mir gedacht, meine Güte. Ich habe im Hintergrund auch alles, was nicht Porsche ist ja immerhin derselbe Konzern grob, habe ich weggepackt im Hintergrund. Okay, da ist ein BMW. Sag mal, wo hast du den ganzen Lenkräder und so? Also einfach so über die letzten paar Jahren das so gesammelt, oder? Ja, über die letzten paar Jahre ist gut. Fucking hell, weil du hast ja ein gutes Wald da hinter dir, ne? Im Stream. Also ich habe mir ein bisschen angeguckt, was du da alles hast zu Hause. Ist ja schon krass. Ich habe nur eine. Ich kann mir nur eine leisten im Moment. Ich habe auch noch ein Lenkrad hier. Wobei ich kann mir sogar vorstellen, Kelvin, dass dein Rig so viel wert ist wie alle meine Lenkräder zusammen. Nur meine. Ja, haben wir ein bisschen Arbeit hier reingesteckt die letzten 2 Wochen, muss ich sagen. René, ich habe gerade gesehen, du fährst mit dem Formel-Lenkrad. Ist das bei DTM angenehm oder würdest du da lieber mit dem runderen Lenkrad fahren? Das ist mir eigentlich wurscht, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja, nee. Ich hab ein paar runde Lenkräder hier rumliegen. Mhm. Ich finde sie gerade nicht. Ja gut, nee, sonst hätte ich dir noch eins zugeschickt.
Ah, Ehren-Dave. Nein, nein, danke, passt. Ich hab eins hier. Ich hab so ein Driftlenkrad von Fanatec, so ein rundes, weißt du? Ah, ja. Das wäre, glaube ich, ganz gut für den Benz. Mhm. ja, aber ich hab. Passt, danke. Ich habe jetzt übrigens auch mit Fanatec gesprochen. Ich schicke die Sachen wieder zurück. Diese CSL Elite Sachen für die PS4 und komme zum Austausch ein DD1 mit F1 Lenkrad für PlayStation 4. Ah ja, das ist cool. Jo. Da geht was, da geht was. Jawohl, was spielst du dann? GT Sport? Ja, GT Sport. Ah ja. Wir haben mit Audi so eine Meisterschaft, Race Home heißt die. Die findet, glaube ich, jeden Dienstag statt. Mhm. Montag oder Dienstag und da spielen wir hauptsächlich Gran Turismo auf der PlayStation. Nice. Mit dem e-tron war das sogar, ne? Genau. Das ist richtig geil. Jo, und dafür brauche ich natürlich richtiges Lenkrad, weil im Moment fahre ich nur hier mit Controller. Mit dem hier. Und da habe ich echt mittlerweile keine Chance mehr. Gegen die anderen, die alle hier Fanatec Lenkräder haben. Mhm. Jo, so sieht das aus. Wie lange machst du eigentlich schon Twitch, Dave? Gute Frage. 2,5 Jahre, glaube ich. Ah, okay. Schon so lang. Ja. YouTube ein bisschen länger. Rund 5,5 Jahre jetzt. Und... Okay. Boah. Mittlerweile Hobby zum Beruf gemacht. Ey. Echt? Machst du es hauptberuflich, ja? Ja. Geil. Cool. Eigentlich wäre ich auch diesem Jahr sogar im realen Motorsport unterwegs, aber sind wir jetzt alle nicht, ne? Bist du auf der Nordschleife dann unterwegs, oder was? Ja, in der RCN. Ach was, cool. Mit was für einem Auto? Mit dem Fiesta. Sorry, ja, dass es kein Audi ist. passt schon. Er fuhr fort und kam nie wieder. So, join a race. Kevin, wie weit bist du? Der Server sollte eigentlich jetzt online sein. Ich guck mal hier kurz bei Hosted. Geht ja kurz mal drauf. Ja. Sollte um 10 nach. Ja, by the way, vielen Dank für die Subs, ne? Vielen Dank, Super Samo Kart für den Gifted Sub und vielen Dank auch Atomfurz für den Prime Sub. Merci, ihr Lieben. Jo. Und Gretsch an Marc Kleiner. Wie viele wir zusammenkriegen? Wie viele Leute hast du zugelassen auf dem Server? Für den 60. VIP. Und danke für den 60. Support. 60, ob wir die voll kriegen. Also der Sheldon und Jordan sind auf jeden Fall dabei. Und dann haben wir uns 4. Und dann ist da noch 56 Plätze. Uns 4? Uns 4, Kelvin, René und Dave. Kelvin, René und Dave. Was laberst du? Weil du sagst 4, wer ist 4? Du, ich, Dave? Und ja, scheiße. Okay, nee, uns 5. Also Sheldon, Jordan, ich, du und Dave. Okay, ich habe Niki auch angesprochen, Niki Team. Kommt er auch? Nee, der hat heute irgendwie ein Wikinger-Rennen, keine Ahnung. Ein Wikinger-Rennen? Ein Wikinger-Rennen. Wikinger-Rennen, okay. Wikinger. Vikings Race. Ach so, denke ich nicht. Ich auch nicht. wo ist Watkins Glen jetzt hier, Freunde? Machst du eine Verlosung heute, René, oder doch nicht? Nein. Also, dann müssen die alle bei mir auf Chat mal für den Mini-Helm draufkommen, weil wir verlösen wieder einen Mini-Helm. Oder sollen wir das eigentlich für den Gewinner was geben? Du schaffst. Hey! Ist da was drauf? DR86, danke fürs Prime. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Ich im Moment auch nicht. Ich zeig's auch den Leuten. Ah, der ist live. Alles klar. Warte, Ich bin noch nicht fertig. Noch nicht Passwort sagen. Oh ja, Moment. Also, Server ist drauf. Moment. Server ist drauf, Freunde. Oh, das wird so geil. Ich bin drin. Wie sagen wir jetzt das Passwort? Aha. Ich habe eine Command bei mir. Noch nicht, warte. Dave ist noch. Sind die anderen beiden schon drauf? Und Join Session Now. Glaube ich, dürfte drin sein eigentlich. Also bei mir sagt halt niemand, du kommst nicht rein oder so. Der Session-Name heißt Rasta VDL Bros. Nur mal so 10. Also, Passwort ist auf jeden Fall da. Habe ich jetzt in meinen Chat reingemacht. Ja, wie heißt es denn? Ich will auch wissen, wie es heißt. Need the Draft. Alter, habe ich dir geschickt? Wo? Need the Draft. Mach schnell. Wo hast du mir jetzt geschickt? Alter,
auf WhatsApp. Ja, ich habe doch jetzt seit anderthalb Stunden mein WhatsApp nicht geguckt. Ja, das ist ja nicht mein Problem, Kollege. Ja, sorry, ja. René, dann fährst du halt jetzt nicht mit, ne? Doch, läuft. Also, need the draft ist das Passwort. Es war auch das erste Mal in seinem Leben, dass René zu langsam war. Ach, nee, das kam schon öfter vor. Ja gut, aber selten... Wie formuliert man es jetzt? Ausreichend selten, dass es für sehr viel gereicht hat. Das ist, jetzt bin ich mindfuck. Kompliziert formuliert, ja. Ich bin auch gerade sehr irritiert von meiner Wortwahl. Need the draft. Oh, super. Bei mir joint zumindest mal was, das ist gut. Jo, nice. Bin auch schon drauf. Kevin, Flo, könnt ihr das mal reinbauen bei Gelegenheit? Danke euch. King Racing TV ist auch, TV ist auch drin. Geil. Also, wir haben, die joinen ja fleißig, Freunde. Die sind fleißig. Ja voll, fleißig. Fleißig. Ja. Vor einem langen Tag. Steht auf Fleisch. 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 Danke, Flo. Ey, ich freue mich schon auf Kurve 2 und Kurve 3, das wird lustig. Haben wir Schaden an? Wollte ich gerade sagen, hast du Schaden an? Kein Wort. Er hat sich schon mal gemutet, damit er üben kann. Das kann ich verstehen, das kommt früher oder später bei jedem vor, dass er mich mutet. Ich bin mal gespannt, wie lange es bei dir dauert, René. Kevin? Das gibt's ja gar nicht. Ach, er hat sich selbst auch gemutet, okay. Dann ist er kurz weg. Ja, er mutet sich immer, wenn er konzentriert ist. Nee, das bist du, mein Freund. Das bist du, mein Freund. Ja, aber du warst ja eben weg. Wo warst du denn? Ja, ich war ja, die sind ja am Haten auf meinen Haaren. Und was habe ich dann kurz angesprochen? Deine Haare? Ja, also, ich bin gerade aus der Dusche rausgekommen und bin einfach so gestreamt. Ist mir auch. Also, Kritik an deinen Haaren ist an den Haaren herbeigezogen. Du duschst noch? Ja, klar, Alter, so einmal die Woche. So oft? In der Quarantäne? Da musst du nicht duschen. Aber du hältst zum Wasser schon 1,5 Meter Sicherheitsabstand, oder? Ja, 100%, Alter, muss. Sauber. Also, die kommen hier fleißig rein, Freunde. Ja, vielen Dank Tasse Kaffee für den Sub und vielen Dank Super Samokat für den Gift-Sub. Super Samokat. Alter, mein Force-Feedback ist viel zu hart eingestellt. Mal runter die Regeln hier. Ja, Skibby ist echt hart. Ich stehe schon wieder hinter mir. Kev, oder Dave, wie machst du das mit dem Force-Feedback? Du hast ja auch Fanatec, oder? Ja. Musst du das auch bei jedem Auto selbst einstellen wieder? Oder neu einstellen? Ja. Ja, ne? Ja, ich habe es auch bei mir. Weil jeder Auto halt verschiedene Kräfte hat, mein Freund. Ich glaube aber, man kann sogar verschiedene Settings für die Fahrzeuge speichern. Theoretisch. Praktisch habe ich es nie gemacht. Sorry, Freunde, ich habe ja die Szene jetzt geändert. Ruhig bleiben, bitte. Ich muss auch noch eine Szene ändern. Alter, ich vergesse das immer. Ich vergesse das immer. Ja, sonst machen die Zuschauer immer eine Szene, ne? Ja. Wartet kurz, ich muss kurz was ändern. Ich bin gleich wieder... Falls ihr im Hintergrund so ein Pfeifen hört, das sind keine Wellensittiche. Das ist mein Gaspedal, was irgendwie angefangen hat zu quietschen. Sehr gut. Ja. Das tut's auch du hast ja zwei, Moment, du hast zwei hier im Stream. Du hast ja eine für deine Streaming-PC und hast eine Gaming-PC, oder wie? Ja. In den einen PC rede ich... Und das besser, oder warum machst du das so? Naja, wenn ich halt... Jetzt muss ich kurz überlegen, wie es ist. Genau, beim Streaming-PC habe ich mein Mikro ja angeschlossen und ich höre euch über den Gaming-PC, damit ich halt nicht zwei Paar Kopfhörer anziehen muss. Deswegen habe ich zwei Discord-Accounts und ja, mit dem einen höre ich, mit dem anderen rede ich. Oh, du kannst ja eigentlich auch halt so einen Funkknopf machen, ne? Das ist ja auch vielleicht einfacher, oder? Statt zwei Accounts zu haben. Boah. Ja, ich wüsste nicht, wie ich die dann anschließen soll. Ich habe keine Ahnung, ich bin ja kein Profi. Was Stream angeht. Du bist ein größerer Profi wie ich und der Renner, wenn es bei dem den Sache hier ankommt. Evan, wie fährst du? Mit der Autoklatsch oder wie machst du das? Ich mach wieder Buttonklatsch, mein Freund. Ach komm, mach doch Autoklatsch. Ach komm doch! Wir wollen gewinnen, Kollege!
Muss ich jetzt auch Auto-Button-Klatsch machen? Ja klar, Mann! Oh. Ey, noch habe ich die Bestzeit, geil. Ist noch keiner in der Runde gefahren. Ja, doch, ich. Nur du. Ey, das muss doch nichts heißen, ne? To finish first, you first have to finish. Ja. So ungefähr. So, jetzt muss ich kurz hier einstellen. Nee, mein Chat hat mir übrigens gesagt, ne? Du kannst ja 5 Settings bei deinem Lenkrad einspeichern. Also, dann musst du halt nur auf deinen Fanatec dann die Einstellung dann machen. Also quasi auf ein anderes Profil gehen. Genau. Sheldon und Jordan drin? Ich weiß nicht. Jordan habe ich schon gesehen, ja. Sheldon noch nicht. Wie lange ist denn das Training? 30 Minuten. Wir haben noch 20 übrig. Und wir haben ein Open Qualifying, Freunde. Das heißt, das ist ja wieder ein Draft Battle für Qualifying. Wie war das Passwort? Need the Draft. Ja, warum nimmt er jetzt die Kupplung nicht hier, der Otto-Kopf? Ach, das war die Handbrake. Ich bin auch so ein richtiger Vollhorst, ey. Ich hab die Handbrake auf dem Lenkrad gelegt, nicht die Kupplung. Mann, Mann, Mann. Die Leute müssen auch denken, ich wäre komplett gestört. Klar. Und was für Kanarienvögel hast du da, Dave, in dem Zimmer? Also ich nenn's Fanatec Clubsport Wheel V3. Nee, Clubsport ja. Pedals V3. Ja, ich muss die unbedingt mal einölen. Ach Quatsch, geht doch. Ja, man kann sich ja immer denken, dass es so ein bisschen wie beim Turbo ist, dass so ein leichtes genau. Zischen kommt. Und beim Runterschalten machst du Blip oder wie machst du das, Kelvin? Er hat sich gemutet. Ich glaube, beim Runterschalten muss man tatsächlich gar nichts machen. Okay. Oh, ich fahre mit einem Mercedes-Skin. Da bin ich direkt die Zielscheibe für Kelvin jetzt. Jo, Bumble kannst du gerne machen. Ui! Go left. Oh Gott, man hört das, oder? Was denn? Den Wellensittich? Ja. Ja, ein bisschen. Ja, ich stell gerade die Sound. Was hast du da für ein Setup? So V3-Pedale und. Ja. Hast du Direct Drive Bass oder? Ja. Okay. Also alle eigentlich. Läuft. Der William Voss ist richtig am Fliegen hier. Kelvin, ich muss dir was beichten. Sag. Ich habe leider noch einen AMG-Skin. Nee, diesen Petronas-Scheiß. Ja. Ach nee, Kollege, das geht ja gar nicht. Bin mal aber ich muss ja auch ehrlich sein, ich hatte den auch vor 2 Monaten, hatte ich ihn auch drauf. Weil der Petronas sieht einfach geil aus, gebe ich dir recht. Ja, aber den Porsche Formel E habe ich hier drauf. Ist ja auch nicht Audi, aber ist ja im Konzern. Warum ist denn der so unruhig, das Auto, wenn man einlenkt? Weil das eine Skippy ist. Das ist ja eine Koffer, aber fahr das Ding halt. Wird Spaß machen. Mit Draft ist echt cool. Ich habe eine andere Idee. Machen bei mir gleich auch. Ja, wobei, ihr habt die Klatsch jetzt auch angemacht, ne? Osterklatsch? Ja. Ja, fahr mit Buttonklatsch, Mate. Ja, man muss ja trotzdem leicht vom Gas gehen, ne?
Ja. Alter, Nee, du kannst Vollgas bleiben und einfach nur den Klatschknopf drücken. Ach, das ist cool. Das ist der gleiche bei den Masters. Lukip, danke für die 5 Gifted Subs. Kim Young Andersdier ist jetzt auch in der Haus. Kim Young Andersdier. Hat er mal einfach 5 Subs rausgehasselt, der Lukip 13. So, Dave und René, können wir gemeinsam zu den Alex Lahn sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Könnt ihr das bitte sagen? Das haben wir bei der ganzen Community schon gemacht. Hä? Das haben wir schon gemacht bei mir auf dem Kanal. Den Alex Lahn? Na klar, hat der Geburtstag okay. Heute. Okay, ja genau, okay, dann ist ja erledigt. Weil wir haben ihm ja versprochen, dass wir einen Stream machen für seinen Geburtstag. Ja, von mir auch alles Gute. Mega, danke Dave. Clear. Da ist der Oversteery. Nein! Gerade René beim Driften zugeguckt. Wir haben Kim Young Oversteer heute Abend. Haben wir. René ist gut dabei wieder. Wo ist Dave? Ah, auf der 11 noch. Ganz nach geübt. Ah, ja, du bist nicht auf der ersten Seite, deswegen. Ja, ich bin auf der dunklen Seite der Macht. Alter, und Luki, vielen Dank, haut hier 5 Gifted Subs raus. Bei dir auch. Alter, Luki ist on fire, Alter. Ist der Luki bei mir auch eigentlich im Chat? Kenn ich nicht. Hier habe ich noch nie gesehen. Willst du das neben mir hier, Dave? Ja. Sorry. Ja, ist easy. Ja, aber gleich überholst du mich halt wieder, ne? Aber ich fahre gerade PB. Dank deines Drafts. Need the draft. Passt ja. Soll ich dich schieben? Das wird ja riesen Bump Draft heute Abend. Glaub mir. Ich habe Bump Draft auch noch beim Ovalverkehr noch nicht so richtig getestet, muss ich sagen. Sorry. Alles gut. Für die PB hat's glaube ich geholfen. Jawohl, P6. Danke. Ah, läuft. Also, schieben geht nicht, Kelvin. Höchstens schieb ihn raus. Alter, der Luki P13 hat mal Subs hier rausgehaut. 5 Subs in den Kanal. Gibt's ja geile gar nicht. Typ, Luki. Das gibt's ja gar nicht. Danke, mein Freund. Geile Typ. Viel Spaß euch allen mit dem Sub. Ey, ich bin hinter Kelvin. Ist der hinter mir? Ja. Komm, ich geb deinen Draft. Luki, bricht dir Ehrenmann, Alter. Ich hab 16 Sekunden Rückstand. Ehren Luki. So sieht's aus. Ich hab 16 Sekunden Rückstand auf der Runde, weil... Also er bringt ja auch nichts. Bump Draft gone wrong. Ja, vielleicht. Bisschen was geht immer. Ja, ey, Luki. Ehren Luki. Ich glaub, einmal in alle Chats, Luki. Ne? Ja, bei genau. Allen. Left side. Schöner Skin. Lucky P. Bei mir in der Community heißt der Porsche mittlerweile nur noch Prosche. Clear. Der gewinnt immer. Ja? Ja, absolut. Traumauto. Nein, Nathaniel, dieses Mal ist kein Mercedes Skin drauf. Ich habe Porsche dieses Mal. Die geben mir ein bisschen Probleme hier im Chat. Die sagen, ich bin Audi-Fahrer, habe einen BMW-Sitz oder einen Mercedes-Skin. Ein BMW-Sitz ist echt der geilste, ey. Ja, das ist der von meinem Vater, Alter. Was soll ich machen? Ich kann mir keinen anderen leisten. Armes Kerlchen. Ist ja 20, über 20 Jahre alt, der Kiste hier. Ja, Ron. Ich will dich schon rechts vorbeilassen. Go, 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 go! Ich geb dir Bump drauf, Kollege! Ja, danke! Oh mein Gott! Oh, es ging aber gut! Wir müssen üben! Der Alter. Dave mit dem Niki Lauda Helm! Geil! William Voss! Right side! 23,8 haut er hier raus! Das bringt echt viel, ey! Windschatten? Ja! Ja, ich bin ja auch schön breit, also. Da bekommst du ja richtig viel Windschatten.
Freaky Baby, danke für den Sub, Kollege. Läuft ja wieder hier heute Abend, ne? Was wollte ich sagen? Wie viel haben wir jetzt drin in der Session? Kann man das sehen? Ja, über 20. Ich glaube fast 30 sogar. Ey, vor der letzten Kurve kann man mal versuchen, außen auf dem Gras anzubremsen. Wenn man minimal bremst, dann gibt es einen ganz guten Turn-In. Cross-Turn-In, da bist ihr. So sieht's aus. Wo schaltest du in Gang, in fünften Gang, Kelvin? Oben, nach der Bergauf-Schikane? Ja, ne? In fünften? Ja, du kannst short shiften mit dem Auto. Du musst nicht so spät schalten. Ich bin in 5, bevor ich da auf Berg hochgehe. Okay. Oh je. Ich habe jetzt mal 4 ausgedreht und das war auf jeden Fall Purple. GP2, Kelvin. GP2. I'm a GP2 Engineer. Oh Gott, ich probiere es auch mal mit dem Bump Draften, wenn es schief geht. Ja, wach. Ja, geht. Ah, ging. Bleib drauf, Kollege, bleib drauf. Bleib dran. Oh, nice. Läuft. Untersteuern. Oh, der Davis ist raus. Passt. Passt. Ich mach den Hamilton nicht, flieg nicht ab. Außer in Hockenheim. Freaky Baby ist ein Kollegin. Ich hab gesagt, danke für den Sub, Kollege. Danke für den Sub, Kollegin. Sekunden, das darf doch nicht wahr sein. Ja, für alle, die nachjoinen wollen, gerne nachjoinen. Server heißt Rasta irgendwas. VDL Bros. Rasta VDL Bros und Freunde, ja. VDL Bros. VDL Bros und Freunde. Ja. Genau. Und das Passwort ist Need the Draft. Ja. Need the Draft, Freunde, komm bitte rein. Das wird ein geiles Heat Race. Mit Reverse Grid zweites Rennen. Das wird bestimmt lustig. Oh je. Boah, ey, da muss ich euch auch nochmal eine Szene zeigen. Das war phänomenal. Wir waren ja gestern. Gestern war ich in einem Porsche-Rennen unterwegs. Und im zweiten Rennen. Nehmen wir den GT3 RS in Hockenheim. Auch in Race Room. Und. Okay. Wir haben. Reverse Grid im zweiten Rennen gehabt. Und. Beim Anbremsen auf die Haarnadel zu, habe ich irgendwann gemerkt, oh, ich habe den Bremspunkt sowas von versemmelt. Und dann war die Devise, okay, versuch allen auszuweichen. Ich steuere erstmal voll auf den Scheitel zu, noch lange bevor man in die Kurve reinlenken sollte. Und fahre dann eine Schikane um die ganzen Fahrer drumherum. Ich habe alle verpasst. Ich habe die perfekte Lücke gefunden, alle Fahrer zu verpassen. Das war so gut. Ich hab mich mega geschämt, weil ich den Bremspunkt so verpasst habe, aber ich habe mich mega gefreut, dass es so gepasst hat am Ende doch. Ist Race Room jetzt cool geworden? Weil ich habe das jetzt seit 3 Jahren nicht mehr gespielt. Ist es jetzt besser oder ist es halt. Keine Ahnung. Was ich habe es heute das erste Mal gespielt. Okay. Schwer zu sagen. Die Abstände, in denen ich spiele, sind auch relativ groß, sodass ich nicht weiß, wie es halt früher war. Ich finde halt, das Force Feedback fühlt sich ein bisschen komisch an. Vielleicht ist mein Lenkrad falsch eingestellt, aber ansonsten, es hat halt eine sehr coole Auswahl. Okay. Hat halt sehr viele coole Autos, viele E-Sports Competitions. René auf Platz 2 und Dave auf 5. Das wird geil hier heute Abend, Freunde. Also nur wir müssen, Training, wir müssen oder? Den Rast müssen wir schlagen, Freunde. Das ist kein Quali, oder? Nee, noch nicht. Ha. Aber es wird Open Quali, also muss ich auch. Deine einen Draft besorgen, mein Freund. Und vielen Dank, The Real DJ Bench, für die 3 gegifteten Subs. Holy moly. Merci. Kann man 3 Subs giften? Ja. Wusste ich gar nicht. Wie viel? Wenn man auf 3 Stück, wenn man auf Abonnements verschenken geht, dann hat man da rechts. Ich glaube, es war nur 1 oder 5. Ja, aber da hast du rechts so eine Zahl, die kannst du selbst eintippen. So ein Tippfeld. René auf 23,9. Boah, ohne Draft schaffe ich das nicht. Bist du vierte Turn 1, René? Nee, dritte. Beim Runterschalten nutzt ihr da die Kupplung oder gibt ihr Zwischengas?
Nee, beim Runterschalten, also nix, also nur bremsen und blippen mit dem Gaspedal. Zwischengas. Okay, ja, okay, gut. Ja, Alter, einmal in meinem Leben bin ich jetzt Dritter hinter den René und dann fragt ihr alle mich, was los ist. Alter, gib mir mal auch eine Chance hier. Ist noch freies Training. Sag Bescheid, wenn du Draft brauchst. Bin direkt hinter dir. Ich habe ja einzigen gefunden, ich habe keine Ahnung, wer das ist hier vor mir. Der Christopher. Christopher Münst. Danke, Kollege. Du schenkst mir einen richtig coolen Draft jetzt gerade. Aber bleib da. Nicht vorbeilassen. Er ist insgesamt Sechster, also knapp vor mir. Er könnte auch sehr flott werden dann im Rennen. Geiler Typ. Der Chris ist so ein geiler Typ. Ich habe hier 4 Zehntel schon gewonnen in der Runde. Ah, Sheldon auch auf dem Server. Sorry, was hat er gemacht? So sieht's aus, Natalia. Nicht alles zeigen in freies Training. Seid ihr in der letzten Kurve im vierten Gang? Ja. Okay. Turn Alter. 1 auch. René bei 23,5. Alter, was ist los? Kein Draft, ne? Kein Draft. Bullshit. Glaub ich dir nicht. Kein Draft. Niemals. Das geht nicht. Hast du zufällig einen GTE erlaubt auf dem Server? Schau mal die alte Variante. Mit Schikane, damit es spannend wird, ne? Eieiei. Nein, ich hatte einen schönen Draft. Natürlich, ja klar, Alter. Kannst mich nicht verarschen, ne? Du guckst nebenbei meinen Stream, oder? Hä? Du guckst meinen Stream nebenbei. Ich bin hier am Fokussieren, Kollege. Oh, herrlich. Ja, René, die sagen alle, du hast ja eine gute Skippy-Karriere vor dir. Aber sonst auch nichts mehr. Skippy-Profi halt. Jetzt nach dem DTM. Erika hat 5 Subs mal rausgehaut. Absolut top, top Held. Wer? Wir haben, also Erika 27. Schon mega. Wieder? Ja, heute bei dir ständig Subs raus. Wer ist das? Ja, Erika ist ja Ehrenfrau, ja. Ist es deine Stream. Komm, das ist deine Mutter, gib's zu. Nee, Alter, ist nicht meine Mutter, Alter. Doch, bestimmt. Oder du bist es selbst. Vielleicht, keine Ahnung. Nee. Danke auf jeden Fall, Erika. Also, Spaß beiseite. Sehr nett von dir. Venus Lippenpirat, danke für die 200 Bit. Auch so ein geiler Nickname einfach. Hey Dave, du warst aber super lang bei mir als Top-Subgifter, ne? Was? Also, bin ich das nicht war mehr? Nie zu schlagen. Das war fast 30, was du geschenkt hast, Kollege. Ach so, okay, die neue Woche hat begonnen. Oder wie? Wieder 30. Ja, neue, ja. Jetzt ist Erika auf P1, Lucky P auf Platz 2 mit 5 Subs und da ist keiner auf dritter Platz. Kein anderer hat bis jetzt was gegiftet. Ein Skandal. Skandal, bei mir, Freunde. Dave, bei mir bist du noch auf P1 mit 5. Yes. Oh, süß. René war einmal zu sehen mit einem Subgift und nie wieder. Arschloch, du hast auch nie was anderes gemacht bei mir, du Penner. Ihr seid auch ja, meine ich P1. Vorbeischauen. Nee, ist okay. Nee, passt schon. Ganz gut. So, was haben wir denn hier? Sheldon ist vor mir und der Typ wird niemals eine Windschatten schenken. Nie in sein Leben. Vor allem nicht zu mir. Und Venus Lippenpirat giftet 200 Bits. Vielen, vielen Dank. Und jetzt bei Kelvin, pass auf. Aber Venus Lippenpirat, ne? Wenn du bei Kelvin jetzt mehr Subs, wenn du jetzt bei Kelvin mehr reinhaust, ne? Dann kriegen wir Ärger. Cooles Shirt, sagte Michi. Bitte Pistorius, I'm out. This guy is shit. Ja, Freund, wir wissen, dass es eine Scheißkiste ist, aber egal. Es macht auf jeden Fall noch Spaß im Rennen. Siehste, was hab ich dir gesagt, Kelvin? Was hab ich dir gesagt? Ja, nur weil. Ich weiß, dass die Szene nicht stimmt, ich probiere gerade was. Nur weil Peter das Auto nicht mag. Maximilian Prodl. Wir sind jetzt gerade 3 wide mit dem Sheldon. Und der Dave ist auch am Start. Alter! Siehst du das hier?
Oh ne, du bist nicht. Ich bin 7 Sekunden hinter euch, aber ich sehe euch gerade so noch. Jemand anders, der ist der. Der Chris ist bei uns, der Chris Munst. Urano 1973, danke für die 100 Bits. Oh, ich fahre eine PB. Merci. Ich lasse die anderen jetzt mal fahren, die sollen erstmal sich da. Sollen halbwegs auf dein Niveau kommen, ne? The Real DJ Band, 100 Bits, René vor Kelvin. Uiuiui, Freund. Danke, danke. Also ich muss ja sagen, Kelvin ist für mich so das Nonplusultra im E-Racing oder wie auch immer ihr es nennen wollt. iRacing, E-Gaming, whatever. Und wenn ich einmal vor dem bin, dann ist es für mich wie ein Sechser im Lotto. Das ist ein Sieg für mich. Ja, ein Sechser im Lotto, Alter. Ja. So ist das, ja. Ich motiviere mich hier alle. Du musst vor Kelvin bleiben in das Ziel. Das ist dein Ziel. Achso, ja. Moin, das ist hier freies Training, ne? Proximal 100 Bits! Merci! Merci beaucoup! Vielen Dank. Oh, der William ist auf. Oh, 23,6. Jetzt muss ich aber Angst haben, oder? Wie lange geht das Training noch? Ich will doch eigentlich Qualify jetzt fahren. Noch 1 Minute 52. Schmiva! 200 Bits! Was geht ab? Schmiva ist mittlerweile hier, aber echt immer am Start und giftet immer 200 Bits jeden Stream. Danke. Korrekt. Vielen, vielen Dank. Komm schon, neue PB. Ich mute mich. Nein! Ah, da fehlt einfach ein bisschen was zu euch. Leichtes Übersteuern habe ich, ne? Muss ich sagen. Bei dem Auto? Ja, also. Verstehe ich nicht. Der Balance ist nicht optimal. Fährt sich doch super. Nicht besser als der R8? Ja, fast. Der ist fast so schlecht. Turning Oversteer haben wir auch im echten R8. Ja, ich könnte jetzt was sagen, aber ich lasse es sein. Egal, denn Audi ist für richtige Rennfahrer, weißt du? Ja, klar. Fahrer, die halt ein bisschen mit ein bisschen Übersteuern klarkommen kann, ne? Absolut. Deswegen fahre ich nur Skippy. Boah, ja, das Ding ist ja brutal schlecht auf Hinterachse. Oi. Zum Glück ist da kein Damage. Oh, komm schon, jetzt eine neue persönliche. Das muss was werden. Ohne Draft. 24,4. Komm schon. Boah. Ja, 24,5, glaube ich. Oh, das war ein Riesendrift. Hatten wir fast. Oh. Close one. Alter Falter, ey. Ja, vor allem die Petronas-Lackierung hier ist super dunkel, ne? Sieht ganz anders aus. Wahrscheinlich findest du sie deswegen auch schön. Kelvin. Hat Kelvin sich gemutet? Ich glaube schon, ja. Achso, okay. Gerade wieder was gesagt. Das ist halt super seltsam, wenn man was sagt und Kelvin so, ja, ich bin schon weg. Ja, das macht er gerne. Eieieiei, der Dave hat schon wieder, wie viel Subs? 7 Tier 1 Subs, Kollege. Jetzt muss ich auch noch nachmachen, ja, Kollege. Oh, ich läuft, Alter. Dranbleiben, ey. Quali-Distraction für Kelvin funktioniert. Oh. Eieieiei. So. Ich suche mir jetzt einen schönen Windschatten hier irgendwo. Ja, ich auch. Ich warte. Aber ich sehe keine hier. Ja, Ehren Dave in die Kommentare, Freunde. Der Dave ist wieder am Start. Ey, ich musste mir die Pole Position wiederholen. Oh Gott. Kelvin? Yo. Ist der Charles Leclerc morgen noch dabei? Bei dem Rennen, was wir fahren? Ja. Ja? Der ist dabei. Der Charles Leclerc ist morgen auch dabei. Hype Train läuft gleich ab, ne? Nur zur Info, ne? Wann ist Rennstart? In 10 Minuten. Nein, morgen. 10:30 Uhr. Vormittags?
Ja, vormittags. Autsch. Musik aus und konzentrieren, Freunde. Jetzt wird's ernst. BV Bene, vielen Dank fürs Prime. Und... Oje! Okay, ich glaube, ich habe ein geiles Stream hier. Geiles Slipstream. Sebastian und ich. Und der Dave, du hast es extra gemacht jetzt mit dem Subs, weil du hast genau 7 gemacht, damit du auf 1 springst, ne? Ja, klar. Jan, 81 war es, glaube ich, ne? Jo, vielen Dank fürs Sub. Und wir sind Hype Train Level 2. Oh, scheiße. Ich hab's verkackt. Ui. Und Blacky, vielen, vielen Dank für den Prime Sub in den zweiten Monat, mein Lieber. Ja, das war nicht mal ein Purple, Freund. Das war nicht mal Purple, Purple, Gravel. Das war halt Gravel, Gravel, Gravel. Aber ich muss jetzt Finger aus dem Arsch ziehen, weil Quali ist fast vorbei. Das Rennen morgen geht eine halbe Stunde oder eine Stunde? Das zwei Rennen. Heat Racing. Zwei Rennen. Ah, okay. In welchem Spiel seid ihr unterwegs? iRacing wieder. iRacing. Ah, ja. Wer ist alles dabei? Charles Leclerc? Wer noch? Shane Van Gisbergen. Nick Cassidy, Scott Pye, Chaz Mostert, die ganzen australischen V8 Supercar-Fahrer, ne, sind dabei. Antonio Felix da Costa, ich, du. Oh. Wer noch? Niki ist nicht dabei, Freunde. Julian, ne? Niki ist nicht dabei. Niki zockt eigentlich mehr COD heutzutage, ne? Der ist eigentlich nicht mehr so aktiv. Draft? Okay, hat nicht lang gedauert. Hat nicht lang gedauert. Clear. Hey Jungs, wart mal ab, ich bin hinter euch. Ja, das ist nicht gut, dass er hinter uns ist, Dave. Ja, aber das ist hoffentlich ein Dauerzustand dann. Oh boy. Ganz ihm ist kein Windschatten gegen Dave. Du hast ihm schon 7 Subs gegeben, das reicht. KAM F-Drive, danke für die 33 Bits. Merci. Okay. Oh! Sorry. Oh. Woo! Clear on the run. Runde noch gültig. Mach langsam. Komm, renne! Ey, renne! Du bist so ein Arsch, ne? Alter. Sauber. Ich war gar nicht, Kollege. Du kriegst nichts mehr von mir, ey. Ich zieh direkt nach dem Start und Ziel rüber. Du kriegst gar nichts geschenkt von mir. Du hast einen schönen Windschatten jetzt von Dave. Was siehst du denn? Affenkopf. Kelvin in der nächsten Runde hast du dann meinen Windschatten. Mit Sicherheit. Ja, das ist ja kein, also 1,5 glaube ich ist kein Windschatten. Ja, in der nächsten Runde, sag ich doch. Oder wow, glaubst du, der Abstand bleibt gleich? Nee, da kommt jetzt einer. Der Sebastian wird mich einen richtig geilen schenken. Bleib dran! Hey, nicht lupfen, Kollege. Eieiei, das ist ja nicht zum Fassen, ey. 71 Bit vom Motorsport Fan 13, man. Ja, und schön, nee, blockieren, blockieren. Ich will hinterher fahren, mach Platz. Nee. Boah. Sebastian. Oh nein. Okay, was fahren wir hier vor einer Zeit? Kelvin, okay, du bist direkt hinter 24-0. Mir. 24-0. Wie denn das? Bleib dran, Dave! Jetzt Gas geben, mein Freund! Der Renner ist hinter uns! Ich muss an die Box! Du musst an der Box? Ne? Du musst an die Ziellinie, der Kollege! Fahr recht rüber, Dave! Oh, da ist auch die Polizei, warte, ich halt mal an! Ja, komm, ist doch jetzt. Ja, gut, das ist halt fair für euch beide, dass ihr jetzt Sitz habt. Na, für mich. Mega, Kollege. Komm. Und jetzt rausziehen. Ich bin auch auf einer persönlichen. Oh Gott, okay. Okay, dann kriegst du eins von mir jetzt. Aber René kriegt Doppelwindschatten. Ah, der ist raus! Training. Ja, Freunde! Das wird Paul jetzt. Mann, ey! Oh, sorry! Komm, das wird Faust. Komm! Und Flo, vielen, vielen Dank für den gegifteten Sub. Merci, mein Lieber. Komm, bleib dran! Jawohl! Dandy, ja, danke für die 20. Oh, boy! Dandy, 500 Bits! Jordan ist auf Pole! Komm!
Jordan. Wie lange noch? Ich schaffe das nicht. Ich bin hinter Jordan. Wie lange noch? Drei Minuten. Nein, ich brauche einen Windschatten. Urano, nochmal Dank für die 20 Nein! Bits. Lieber 100 Bits, danke. Zu viel Selbstzerstörung, ihr beiden. Ah, wo seid ihr? Ach lol, ich hab sogar Rennsprit dabei. Ja, ist ja fix Setup. Aber ich glaube, Sprit kann man anpassen, oder? Okay, komm. Nee. Bam. Nein, Freunde, nicht bam, die Nummer 1 raushauen. Wir sind auf Platz 2 in den Chat. Bam, draften. Okay, komm, nee, nicht, geh vorbei. Sicher? Vorbei. Oh Gott! Ja. Schneller, glaub mir. Okay, ich lüfte, ja. Oh! Und weiter pushen, push! Komm, mate! Oh mein Gott! Komm, wir müssen den Jordan schlagen, wir haben noch 2 Minuten. Okay, ich mache. Wo bist du? Du bist gerade super weit weg. Ich, ja. Sonst würde ich dir auch... Okay, ich mache jetzt eine Sekunde Lücke. Bleib dran, ne? Jojo. Ich habe die letzte Kurve versaut, aber trotzdem ganz okay. Und jetzt, Freunde. Paul muss jetzt drin sein. Ich hoffe, das passt perfekto. Vom Abstand. Passt perfekt. Bleib einfach links, ich würde vorbeiziehen, ne? Jo. Right side. Ah. Right side. Danke. Clear. Oh, ich weiß nicht, ob das genug ist. Mal gucken. 4. René, wo bist du? Soll ich bumpen? Nein. Ja, komm! Go! Danke, Bastian! Ach, Bench auch am Start. Ah, komm, Freunde, nee! Das reicht nicht. Ja, wir haben doch noch eine Runde. Zählen noch Off-Track-Runden? Ah, ja. Glauben das reicht nicht, oder? Der Jürgen Pfeffen wird Pole kriegen. Komm! Nee. Ja, aber die Runde von Jordan Pepper hat auch ordentlich Würze, ne? Okay, jetzt bleib dran und dann fährst du vorbei auf die Geraden. Jo. Der 6 schaffe ich nie. Ohne Draft. Soll ich dich bumpen? Jetzt zieh vorbei und dann komme ich wieder vorbei den nächsten. Okay. Oh. Ach, ganz ehrlich, ich bumpe dich jetzt einfach. Zieh einfach vorbei. Ich bump dich. Ich habe 6 Zehntel Rückstand nach vorne. Come on! Oh nein! Oh! Lass auf jeden Fall nicht mehr probieren. Das geht ja eigentlich nicht, ne? Was? Ich dachte, das war einfacher mit dem Bump Draft, aber du kannst ja echt drehen, ne? Nein! Ja. Scheiße, ist vorbei. Hatte René in der ersten Runde bei mir auch geschafft. Also, wo bin ich denn auf dem Platz? Oh, Leute, das gibt's ja gar nicht. Sheldon ist hinter mir. Okay, Don hat wenigstens... Das gibt jetzt was. Ein Mod von mir hat den Wortwitz verstanden mit Jordan Pepper. Dass ordentlich Würze in der Runde drin war. Hey, wir sind nur 21 Leute, was ist denn los? Leute. Gut, zum zweiten Rennen kann man beitreten, oder? Ja, es liegt glaube ich daran, dass das Auto und die Strecke nicht kostenlos sind. Ah ja. Ja, Alter, aber es gibt ja auch nichts, wenn die Kombination scheiße ist, ne? Aber die Reparaturen sind kostenlos. Da war er wieder! Ah, Hilfe, was haben wir denn hier? Okay. Schauen wir mal einen Truck, Freunde. Geil. Der Sprit ist tatsächlich fixed. Oh. Hoffentlich schießen sich Dave und Kevin ab. Ja. Auf welchem Platz bist du denn, Dave? Auf 4. Oh Gott, wir starten alle 3 in der linken Startreihe. Oh Gott. Oh Gott, im Himmel, ey. Ich schieb dich davor. Ich schieb dich nach vorne. Dave, keine Angst.
Es ist am Anfang schon gut gegangen. Was machen wir denn, wenn sich jetzt einer von uns schlägt? Machen wir Safety Car zwischendurch? Ich glaube, das ist schwierig mit allen anderen Leuten, oder? Wie lange sind die Rennen, Kelvin? 10 Runden. Warte, oh, müssen wir Auto aus. Okay, wir müssen warten. Eieiei, Alter, ich habe mein Auto ausgemacht. Aber ich hab, möchte ich mal festhalten, Sheldon van der Linde und René Rast im Qualifying hier besiegt. Und zwar mit komplett eigenen Kräften. Kraft. Mit meinen Windschatten, Kollege. Ja, aber dich habe ich auch nur nicht besiegt, weil du meinen Windschatten genutzt hast. Ich habe ja gesagt, ich bin breiter als du. Da gehe ich zumindest stark von aus. Zumindest in der Bauchregion. Da ist mein Windschatten stärker. Wir müssen den Jörgi schlagen. Wir können nicht, dass der Jörgi gewinnt heute Abend, ey. Jordan ist Jörgi? Ja, der Joan Pepper. Warum? Danke, Chat, für den Glückwunsch. Weil Jordan und Pepper, Pepper ist halt Pfeffer, ne? Da haben wir gesagt, Jürgen ist ein deutsches Name und Pfeffer halt für Pepper. Ha, Jürgen Pfeffer. Jürgen Pfeffer. Hattet ihr dann eine gepfeffert? Jetzt kommt's. Purple, purple, gravel, so sieht's aus. Ich wollte vorhin sagen, dass ich da erst den Gag verstanden habe mit Purple Purple Gravel, aber sehr gut. Ich dachte, singt der Purple Rain nach oder was singt der da gerade? Aber hast du nicht gewusst, was Purple Purple Gravel ist? Nee. Ich kenne nur Purple Purple Purple. Beim Dave ist immer nur Purple Purple Purple. Der kennt gar nicht. Das habe ich noch nie in meinem Leben geschafft, Alter. Deswegen. Nee, du hast es doch direkt in deinem ersten Rennen hier GT Masters geschafft, oder? Hat er Glück gehabt. Ja, genau. Beginner's Luck war das. So, Freunde. Oh boy, it's getting serious. 5 Saft in die schlechte Wortspielkasse, Dave Gaming. Okay. Hat jemand geschrieben. Ey, da müsste ich mich so krass verschulden. Tight car is off, be ready. Ah! Das war so schlecht, Jürgen. 3 wide turn 1! Ah, der Dave ist in P1! Nee! Oh mein Gott! Oh nein, Gott, Alter! Meine Was hast du Jürgen gemacht? Right side. KVD out, P1 in turn 1! Still there, hold your line. Clear on. P1, Freunde! Oh, riesen Crash da hinten! Oh, da ist ja rechts einer noch! Oh mein Gott! Seid ihr alle noch drin? Ja! Alter, was ist das? Oh hier? Mein Gott! Alter, 3 wide! Alter! Alter, das wird krachen hier gleich! Das kracht gleich! Der Schild kommt! Nein! René! Alter, du bist ja bis. Pass auf, Dave! Ich bin am weitesten von euch entfernt! Ich lasse mich nicht auf sowas ein! Nein, Alter, das ist ja geiles Racing, oder? Ich hab dir gesagt, René, das wird ein Fest hier! Ach, das meintet ihr mit Wreckfest-Stream? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was passiert denn alles? Oh, Crash! Von wem? Nee, ich bin nicht drin. Ich bin raus aus dem Kram. Halleluja. Wo ist denn der Jordan überhaupt? Der Jordan ist rausgeflogen. Genau in third. Echt? Ja. Sheldon ist auf 1? Yes. Der war doch hinter mir. Wie kommt der da hin? Der Jan Philipp, Alter, komm. Gib mal Gas, Junge. Wir sollen nach vorne hier. Der blockiert mich vorher. Blockiert mich? Brrr, Junge, geht ja gar nicht hier heute Abend. Okay, nochmal 3 wide. Oh wei. Push. Oh Gott. Komm, Jan Philipp.
Nicht fighten, Kollege, nicht fighten. Oh, Sheldon! Oh! Und Sheldon kam weit raus! Oh, die sind raus! Ist René vorne? Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich wollte sogar vorzeitig rausziehen! Oh Gott, das klingt falsch. Ich wurde vorzeitig rausziehen! Alter! Läufer, Dave! Ja, Alter! Komm, Dave, jetzt musst du Gas geben! Wir können nicht, dass der René gewinnt! Warum das nicht? Das gar nicht! Lass mich auch mal gewinnen! Nee. Nee, nee, nee. Sagte der zweifache DTM-Champion. Das ist Dave noch nie passiert. Dass mir Leute die Kiste fahren, nee, das ist wirklich noch nie passiert. Oh geil, das kriege ich im Tunnel. Ich auch. Überrundeten. Nee, du noch nicht, du hast 2 Sekunden Rückstand, aber Maximilian Prodel könnte mir jetzt schön Windschatten geben. Maximilian, let Dave pass for the championship. Confirm, you understood the message, danke. Mein Bruder hat sich gedreht, nee! Schon wieder? Alter, der ist so dumm manchmal. Manchmal. Du bist so nett zu deinem Bruder. Ja, der nicht beim Rennen vorne. Komm, der René ist weg, Freunde! Nee. Ich hab einen Fehler gemacht. Wir sehen ihn noch alle. Also du nicht, aber wir. Ja, die alle sagen hier im Chat, René hat genug Sieger. Stimmt, Alter. Ich und Dave bin jetzt dran. Oh Gott, William, gib Pushing. Und wir sind dran an René, wow. Das ist natürlich brillant. You got a toy car on the right. Bist du drin? Ist doch scheiße, dieser Windschatten nervt mich. Pass auf, jetzt gibt's gleich wieder 3 White. René. Diesmal kannst du dich nicht raushalten. Ah, warte mal, da vorne ist einer, der mir vielleicht auch einen kleinen Draft gibt. Ja. Der Sven. Sven! Wir kennen uns doch schon seit unserer Schulzeit. Also nee, aber da hieß jemand Sven. Ja, Ryan. Gib mir den Windschatten. Clear on the right. Sven, bleib da, wo du bist. Keep to the left. Danke, Sven. Oh, hallo, René. Hau ab! On the left. Clear on the right. Komm, aus dem Weg, Max! Max, ja. Max, Max, Super Max, Max. Maximilian Prödel. 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 Oh, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Danke, Sven. Sven, Ehren Sven. Ehren Sven! Aber der blockiert mich! Ja, Ehren Sven, sag ich doch! Okay, ich bin drin! Ich bin drin, Freunde! Oh Gott, William und ich, wir fighten jetzt sogar noch in Kurve 1 rein! Das ist die Chance für René, wegzuziehen! Aber damit er das nicht tut, lasse ich Sven vorbeiziehen! Komm, Freunde! Nee, William lasse ich vorbeiziehen, stimmt! Oh nein, Calvin ist da. Oh nein! Fang ruhig mal an zu kämpfen da hinter mir. Oh boy! Der blockiert! Der blockiert! 3 White! Komm Dave, zieh mal hin! Ich geb den Windschatten, Dave! Komm. Ich bin da ganz links! Dave ist links! Ich bin dafür, dass keiner von uns drei gewinnt. Oh, ich bin weit! William sollte gewinnen. Und da werde ich auch proaktiv dafür arbeiten. Moment. Oh. Uff! Alter. Okay. Fast profitiert, Dave. Oh boy. Du hast mir gefehlt, René. Passt auf, ihr habt 3 White wieder, ne? Und tschüss! Oh, das wäre so cool, wenn er jetzt ins Kiesbett fliegt. Das wäre so richtig cool. Ist da noch jemand? Ist da noch jemand? Ja, rechts ist einer. Oh, er kommt weit raus, aber passt. Okay. Seid noch nebeneinander. Oh, Calvin, ey. Calvin, du bist ein Arschloch. Du bist ein Penner. Ja, Alter. Gib mir den Draft. Er nimmt den Draft.
Ist er noch da? Ah, nee. Hinter dir. Er ist vorbei. Oh boy, wir könnten wieder vor White machen. Nee, Freunde. Doch. Keiner kommt hier vorbei heute. Komm her. Oh mein Gott! Oh! Was machst du denn da, du Affe? Alter, was hast du gemacht? Dann nehmen wir auch einer! Bleib dran, ist Reverse Crit! Arschloch! Ich lieg am Dach! Bist nur noch ich und Dave! Oh mein Gott! Ich wieder und Dave! Mann, ey, was machst du denn da für Scheiße da, aber gerade? Alter, du bist auf mein Rad hinten drauf gefahren! Du kannst doch nicht einfach, während du geradeaus fährst, nach links fahren! Alter, das ist deine Kurve. Du bist jedes Mal geflippt, wo du da warst. Das ist einfach meine Kurve. Du hast gesagt, es fährt keiner an mir vorbei. Genauso bist du gefahren. Einmal mit Profis arbeiten. Ihr seid beide schuld. So direkt bei beiden unbeliebt machen auch noch. Wo bist du, René? Ja, in der Box. Ich bin fertig. Nee, kann nicht sein. Wie kann ich sein? Doch, das war vorbei. Erst hieß es René Rast, jetzt. Das ist ja kein Damage. Erst hieß es René Rast, jetzt rastet er und dann rastet er aus. Rasta la vista, mein Freund. Also schreibt Kelvin der Affe. Ich muss erstmal den Onboard angucken. Ich kann noch gar nicht kommentieren. Ein Hund. Du bist ein Hund. Black Flag für Kelvin, ja. Sehe ich allerdings genauso. Werden die ersten 10 gedreht, Kelvin? 15, glaube ich. 15! Was? Ich bin 14. Ich war 14. Der Sheldon ist jetzt vor dir. Der ist noch am Start. Wie viele, die ersten 15 werden gedreht, Kelvin? Oder die ersten 10? Die ersten 15, ja. Ah. Aber da sind noch Autos am Fahren, ne? Also. Ich bin gerade 15. Was macht er jetzt? Warum macht er Pit-Server? Was ist das? Alter, irgendjemand hat uns geradet hier gerade. Gott, ey. Aber ich sehe das nicht. 3 White. Oh mein Gott, Alter. Boah, ich bin 15. Wert. Los, komm, lass mich raus. Left side, 2 White. Clear. Hey, quick, Gabby, thanks for the raid! Cow, cow, cow! What does cow, cow, cow mean, quick, Gabby? Kelvin. Okay, come on! Komm, Freunde, push! Confirm, you understood the message. You are slower Alter, than Dave. Alter, oh! Nee, ich bin in die Mitte! Hold your line. Ich bin in die Mitte! Hold your line. Die Runden muss ich mir so antun hier. Hold your line. Das geht nicht. Komm, Dave. Ja, Gott, doch. Nicht wieder frühzeitig rausziehen, Kollege. Jetzt drinstecken. Und drin lassen. Rein. Oh mein Gott. Ausrufezeichen rein. Ich bin die in der Mitte, sagt Kelvin. Ja, so sieht's aus. Clear. Eieiei, Freunde. Okay, Falter. Komm. Was geht? Noch 2 Runden. Oh. William direkt neben dir jetzt. Und William klar schneller als Kelvin, ich auch eigentlich, aber... Komm, Dave, wir müssen ihn schlagen hier. Wir müssen ja ein Team-Effort machen. So wie wir René rausgenommen haben. Ich bin 17. Alter, 17. Damit startest du von der 17. Das ist ein bisschen ungünstig. Uiuiuiui, Freunde. Ich fahr in AMG Petronas, als ob ich hier an Teams denke. Komm schon! Mittendrin schon wieder! Kelvin ist in die Mitte. die in der Mitte. Keep to the left. Clear. Right side. Stay on the left. Clear. Okay. Jetzt kommt die letzte Runde. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, Freunde. Dann war nach so einem Plan.
Left side. Eieieiei. Oh, da ist hier jemand neben mir. So, Calvin will auf der Geraden nach Kurve 3 Windschatten haben. Das sehe ich doch jetzt schon, ey. Komm, Dave. Du wartest auch. Servus, Adrian, wie geht's? Ein Anfänger, ich dreh mich weg. Eieieiei. Ach, das passiert auch. Jetzt auch einen Windschatten. Das passiert auch anderen deutschen Meistern. Ich war eh letzter. Macht eh keinen Sinn. Oh Gott, Calvins Plan. Oh mein Gott, der ist auch noch da. Der ist tatsächlich da. Oh, du bist safe. Du bist rübergezogen. Alter! Nee, ich bin weit. Genau, alles zum Plan, ja? Alles zum Plan. Hey, was ist weg? Sebastian, warum tust du das? Ich habe dir nichts getan. Was macht der Sebastian, Kollege? Oh mein Gott! Nein, Sebastian, weg mit dir! Oh mein! Ah! Ja, die Innenseite ist frei. Nee, schade, fast frei gewesen. Der Sebastian ist raus. Still there, hold your line. Clear on the right. Ich hab's gewonnen! Ah, gibt's doch nicht, ey. Dann starte ich gleich wieder hinter dir. Still there. Alter, bin ich Zweiter? Ich bin Zweiter! Nein! Ja, geil! Ja, ich bin... Dave und Dave, die haben 1-2, Freunde! Ja, guter du Team... Du fällst raushauen im Kommentar, Freunde! Guter Team-Effort! Guter Team-Effort! Good job, Bro! Ja, Affen, ey! Erst René ausgehauen. Ja. Ey, aber der vorletzte Kurve war echt brutal. 50 Sekunden Strafe, sagen die Leute. Boah. Für Calvin. Ich habe meine Strafe bekommen. Meine Strafe ist hinten zu starten. Oh Gott, das war geil. Oh, Alter. Guck das hier an, die vorletzte Kurve. Ach, hier, Sebi hat Pech, du warst das. Nice, vielen Dank. Mir den zweiten Platz gemacht. Ich weiß nicht, ob das so geplant war von dir, aber... Ey, GG an William auch, auf jeden Fall. Das danke, war Erika. Mega cool. Boah. Danke, Legolas, Brandy. Nee, Brandy. Das war ein Racing-Incident, denke ich. Ja, Moment. Du hast mich ja fast in der letzten Kurve abgeschossen, ne? In der letzten Runde. Moment. Alter, das war ein Racing-Incident. Warte, ich muss mal angucken hier. Das mit René muss oh Gott, ich fahr sogar rüber. Ja, ey. Egal, man muss als Rennfahrer immer die anderen beschuldigen. Ja, du bist voll rübergezogen, klar. Nee. Also das war 100% deine Schuld, Alter. Ja, das war 100%, das guck ging auf mich. Guck das Video mal an! Guck es mal an! Ja, ich zieh da so minimal vielleicht rein. Minimal. Spaß. Geiles Racing, Freunde. Ja, mega geil. Wo ist der René? Das will ich mal. Auf welche Runde war es, René? René hat sich gemutet. Ja, René ist gemutet. Oh ja, Gott, der ist stinksauer jetzt. Oh Gott. Der ist echt sauer jetzt auf uns. Dabei habe ich nichts gemacht. Er ist für die nächste Runde. Eieiei. Ja, so ey, ich... Sag mal, nimm dich vor René in Acht, glaube ich, ne? Das wird lustig. Oh. Ich schaue das jetzt gerade an hier. In welcher Runde ist es? Dann gucke ich auch mal rein. 6. Ach, so früh schon. Ah, René, Alter, das war 100% deine eigene Schuld, Alter. So, Racing Incident oder Schuld von René, Freunde, was sagen wir? Racing gut. Incident oder, also Rennunfall oder Schuld von René? Das kann eigentlich nur eine von den beiden sein. Ich find's halt geil, dass du sagst, dass es nicht mal deine Schuld sein kann, dass du die Option gar nicht. Niemals, Alter. Niemals. Ach, leck mich am Arsch. Runde 6. Alter, alles sagen Rennunfall bei mir. Nein. Eine sagt René Schuld. Eine sagt René Schuld. Du hast gesagt, ihr kommt nicht an mir vorbei und fährst mitten, also du fährst erst rechts auf der Geraden und dann ziehst du langsam rüber. Safe René Fail, sagt Enzo Witt. Nein. Schuld von René.
Nein, 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 nein. So, jetzt zeige ich dir gleich, wer schuld hat, mein Freund. Du fliegst gleich bis in die Büsche. Können wir uns darauf einigen, dass Jordan schuld war? Jürgen? Jürgi. Jürgi war schuld. Oh, Eriksson war schuld. Ja, genau. Nico. Eriksson. Also ich ganz klar, Kelvin schuld. Ansage ist da, ja. Kelvin und ja. Mir haben die Muskeln noch nie so wehgetan beim Simracen, aber diesmal die Gesichtsmuskeln halt. Ja, immerhin die Gesichtsmuskeln. Oh Gott. Oh Gott. Ja, was denn? Hätte auch die Hände sein können, meine ich. Ja, ja, ja. Ich habe auch an nichts anderes gedacht. Ich dachte nur an das letzte Mal, als wir die Hände so geschmerzt haben. Oh Gott, Grit. One to go, next time by. Kelvin, der Affe ist selbst schuld. Ja, genau. Dave war schuld. Ich hatte schon hier 20 Leute, die sagt Rennunfall. Ja, natürlich, deine Follower sagen alle Rennunfall. Also wir haben die gleiche Follower. Wir haben die gleiche Follower. Nein, nein, nein. Alle, die zu dir halten, sagen Rennunfall, weil sie wissen, das wollen sie sagen. Und meine sagen... Ja, die wollen gleich Giveaway. Das ist eigentlich Giveaway-Zeit. Warte, mache ich jetzt. Also alle im Chat, warte mal ab. Jetzt wird's gleich Giveaway machen. Warte. Also warte ab. Ich mach das jetzt. Yeah. Also, aufpassen. Also Winner. Ah, so, René, du startest von der 17. Nee, 18. Ey. 18. Und du? 14. Zwei Reihen, also. Ei. Tico hat gewonnen! Tico hat gewonnen! Hat gewonnen! Glückwunsch, Tico! Glückwunsch! Ja, Tico ist ein Mod, aber Alter, keine Ahnung, habe ich ja nicht so geplant. Nein. Das war mir schon klar, dass es so passiert. Hiermit gewinnen meine beiden Moderatoren, Kevin und Flo, ein R8. Herzlichen Glückwunsch! In Maßstab 1 zu 18. Das ist ja nicht rigged, schwöre ich euch. Das war 100% war das eine Giveaway. Also eine Lotte. Ja, ich wusste, dass es kommt mit den Moderatoren. Ich wusste, dass es kommt. Aber am Ende des Tages, die kriegen kein Geld für was die da machen. Und was? Am Ende des Tages sollen die auch ja mitmachen. Meine Moderatoren kriegen monatliches Gehalt. Ah ja, okay, ja. Aber du bist ja auch DTM-Fahrer. Passt ja dann auch, ne? Nicht mehr. Ja, die Saison 2020 kann ja auch losgehen. Kevin hat alles notiert. Oh boy, das wird jetzt spannend. Hinter mir ist ja niemand mehr außer Jordan Pepper. Ach du Scheiße. Ja, Happy Birthday, ey. Da, wo der Pfeffer wächst. Get ready, going green. Boah, der einer ist Bossmann. Wo bist du denn, ey? Green flag, green flag. Oh Mann! Tschüss, tschüss! Ey, ich seh's schon kommen, Kelvin überlebt die erste Kurve nicht sicher. Safe überlebt er die. Oh boy! Ist schon einer rausgeflogen. Ah ja, ich bin in der Mitte! Oh. Na endlich! Karma! Karma! Nee, ich bin doch dran! Ist noch da. Ich bin doch dran! Ich bin neben dir! Alter, mein Auto ist Ich bin neben dir! Unbreakable! Ach, René hinter mir? Ja. Oh, René, aufpassen! Aufpassen, Kollege! Still there. Ich schieb dich! René! Ich schieb dich! Ich bin aus dem Buku! Bleib da, wo du bist! Weh, du fährst rüber! Ich fahr rüber! Ich komm rüber! Dave ist da! René, mach Platz! Still there. Ich bin nicht dein Hund! Die crashen vorne! Mach Platz, ich bin nicht dein Hund! Alter! Uiuiui, das wird ja Chaos hier, Freunde. Nein. René, nicht pushen! Nicht pushen! Kuscheln! Ich kuschel nur. Kann es sein, dass wir... Aus dem Weg, Kollege! Eieiei! Der Karl Friedrich!
tschüss. Ich bin viel zu vorsichtig beim Überholen. Ich muss genauso rücksichtslos sein wie ihr, ey. Oh, oh, übersteuern! Alles gut. Wo bist du? Platz machen. Ich hab irgendwas berührt. Kelvin, Kelvin war mal ein bisschen auf WRC Fortbildung. Stay on the left. Still there. Nein, zieht doch nicht alle nach innen. Autoscooter. Hey Kelvin, ich bin da, ne? Ach, das ist Jordan Pepper. Wo ist Jörgi? Ist er da? Ja, er hat mich gerade überholt. Ich habe ihn vorbeigelassen, sagen wir es so. Alter, wir sind auf 4 in 1,5 Runden. Right side. Stay on the left. On the Erika, left. Next time is your luck. Still there, still there. Right side, too wide. What's your mother called? Bernardine, huh? You're on the right. Alter, right lass side. Es jetzt mit Mutter, Alter. Keep to the left. Das ist ja wieder, wie heißt der? Montana Black, deine Mutter. Alter. So. Mal gucken hier. Left side, got 10 left to go. You're in the top 10. Wir sind alle so früh auf die Bremse. Was ist los mit euch? Ich hab Maximilian Prodel und Hassan. Und gleich habe ich den Sheldon auch. Und ich dich auch. Alter, muss erstmal an die anderen zwei vorbeikommen, ne? Stay on the right. Keep to the right. René, René, René! Nicht pushen! Keep to the right. Ey, wer ist? Clear on the left. Oh! Übersteuern, Moment. Still there. Team Pole Promotion 1, 2, 3. Still there, hold geil, Alter. Stay on the left. Clear. Car on your left. Still there, hold your line. Clear on the left. Komm, Sheldon. Na, 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 na. Hilfe, Hilfe. Soll ich machen? Soll ich machen? Soll ich machen? I got P1. Berühmte letzte Worte, bevor man sich dreht. P1, Freunde! Von 15! Ja, das Rennen ist doch total rigged. Der Kelvin hat doch safe so 10 PS mehr eingestellt, oder? Safe. Left side. Stay on the right. Ei. Genau, NOS-Knopf jetzt. Keep to the right. Oh, Junge, das wird nicht gut. Das wird... Ei, ah! Junge! Ei. Ey, wo willst du hin? Kelvin, wo willst du hin? Clear on the left. Oh. Left side. Alter. Clear on the left. Nee, Alter! Wer hat mich abgeschossen jetzt? Ja, richtig so! Und Sheldon, wo bist du? Ah, da ist Sheldon. Kelvin? Du warst noch 3 Runden erster. Wie sieht's nach 4 Runden aus? Alter! Ich bin ja fast wieder auf 15! Oh! Riesencrash! Oh! Da hinten hat's gecrashed. Ich bin immer noch dabei. Ich bin Dave. Ach. Sorry, sag alles Sven. Gut, Sven. Nee, das war gegen mich. Der hat mich leicht angetappt. Jawohl, Sven, zieh mich zu Kelvin. Oh Gott, ich bin schneller auf der Geraden. Car ride. Still there. Das Ding ist halt, das bringt überhaupt nichts mit diesem Auto, die Ideallinie auf dieser Strecke zu lernen, so wie wir das fahren, ne? Du fährst halt immer side by side, das ist halt... Oh, komm jetzt, Freunde! 2 Sekunden Abstand! Schaffen wir das noch? Ja, wir kämpfen hier vorne auch. Komm, Christopher, mach mit, Kollege.
clear on the right. Christopher, like Dave Bass for beating. Vokal oder Hospital, so sieht's aus, Freunde. Warum wackelt Sheldons Kopf eigentlich so in dem Auto? Der wackelt auch, wenn er läuft. Eieieiei. Komm, Freunde! Calvin hat das Spiel gehackt, ja, Mann. Alter, ich war eben Erster, Freunde. Right side, clear. Ich komm wieder, Alter. 1,8. 1,7. Ah, du kommst wieder. Hör auf bei dem Gang. Irgendwie habe ich immer Netcode mit deinem Bruder. Ich weiß nicht warum. Weil er in Südafrika ist. Ah ne, da war jemand neben mir anscheinend. Ups, vielleicht ist er nett. Netcode. Komm, Freunde! Pokal oder Hospital? Ja, mit dem Jürgen Pfiff am Start, weiß ich nicht, wie lange das jetzt noch hält, so, ne? Wow! Suddenly drifting, ey! Ach, das ist Jordan neben mir! Ja, let's go! Ist in der Formel 1 auch eine Weile her, dass ein Jordan auf den ersten zwei Plätzen war. Okay, jetzt bin ich drin. Ich bin jetzt drin. Ja, ich weiß. Die fahren aber auch hier nicht so super vor mir gerade. Wartest du bis die letzte Runde oder steckst du mal ein bisschen rein? Ich warte. Oder hast du Kupplung gezogen? Die lassen den John wegfahren. Nee, nicht den John wegfahren lassen. Doch! Oh, jetzt kracht es. Ich wusste es. Immer ich! Immer ich! Ich hab gesagt, Kupplung ziehen, Kollege, Kupplung ziehen! Jetzt ist Jordan weg, das geht ja gar nicht! Ja, ey, Calvin, du bist irgendwie. Wie viel da bist du? Warte mal, du bist auf 5, jetzt 4. Auf der 4 wieder! Der ist von last to first, Mann! Komm schon! Der René ist nur am Crashen immer. Ja, ich weiß es im Chat. Ey, Alter! Alter! Crash de la Vista, nicht Rast de la Vista. Car on your left, too wide. Clear. Left side. Nee. Richtig ey. Geilen Dreikampf aktuell. Ihr Penner! Komm! Das ist Kevins Schuld. Warte mal, ich warte mal auf die ersten drei. Ich halte Jordan ein bisschen auf, okay? Muss ich gar nicht? Komm, Maximilian, komm, Freund! Wir müssen den Jürgen holen! Komm! Okay, Kalle! Der große Preis von Mord und Totschlag. Komm, der Jordan ist weg! Der Jürgi ist weg! Nein, ich hol ihn zurück, keine Angst. Warte auf uns, René! Ja, mach ich doch gerade! Ich hol ihn zurück in eure Gruppe. Komm, schnell. Es kann nicht sein, dass er gewinnt. Leute, wir müssen gemeinsam näher ran an Calvin. Ja, Snakey, der Dave Gaming und Eric waren wieder voll am Start. Haben ein paar Subs rausgehaut. Also, danke an die beiden, die viele Subs rausgehaut hat heute. Ich finde diesen Dave Gaming voll arrogant. Und Lucky P auch mit 5 Subs dabei. Also, es kann auch sein, dass Lucky P eins geschenkt hat. Ich bin auf 2, Freunde. Clear on the right. Car on your left. Clear. Left side. Du bist auf 2 jetzt? Ja. Wow. Right. Dann muss ich hier Jürgen gar nicht mehr aufhalten. Nee, push. Clear on the right. Car right. Still there.
Ja, sieht ja fast aus wie ein Sub-Only-Chat, ne? Ich sehe nur die 31-Logo im Chat. Warum eigentlich die 31? Das ist mein Lucky Number, das ist wie der 33 von René. Das war meine Nummer, wo ich Kart gefahren bin. Das war auch Kevin, die Nummer von meinem Vater, ja? Kevin, dreht Jordan durch, wenn ich ihn jetzt langsamer mache? Ich denke schon, ja. Okay. Ich fahre jetzt ganz langsam in der Kurve hier. Oh boy. Ja, Hashtag 31, Freunde. Geilste Crew der Welt. Geilste Chat der Welt. Ich finde die 73 ja noch ein bisschen geiler. Alter. Was ist denn das für ein geiler Dreikampf hier gerade? Komm, Jörgi! Mann, das sind immer noch 3 wide! Kämpf einfach mit, René! Mach ein geiles Rennen daraus! Ja, mach ich ja! Ihr könntet auch noch 3 Sekunden warten, ich bringe noch 2 weitere Dudes mit, dann können wir einen... Ja, da kommt noch welche! Können wir einen 8-Kampf draus machen, das wäre richtig geil! Moin, moin, Fastlane, Lukas! Left side. Still there. Oh. Clear on the left. Alter! Was machst? Der Jörg ist da, der Sheldon ist da. 3 wide, Freunde. 4 wide. Still there. Jawoll, mach das genauso. Nee, Paladin, der René holt nix heute Abend. Der ist eine Runde zurück. Stay on the ride. Also wenn wir noch ein Rennen machen würden, dann wäre René jetzt auf Platz 2 beim Restart. Jordan ist noch innen! Ja, yeah, Jordan ist da. Clear on the left. Oh, what a hell of a take! What a hell of a take! Habt ihr das gesehen? Wie geil ist das? Wie geil war das denn? Clear on the right. Alter! Pokal oder Hospital, so sieht's aus. You've got 2 laps to go. Alter! Wir müssen näher kommen. Tun wir aber nicht. Was machst du denn da, Kevin, Alter? Off-Track. Ja, ganz leicht. Ja, Snakey. Geh die Maße, sehen wir uns auf jeden Fall. Aber ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, Freunde, weil es geht ja ab hier, ey. Der Maximilian ist immer noch am Start. Hey, Jordan! Nee, Jordan! Ich bin immer noch am Start, der Maximilian gewinnt! Nee! Ich bin immer noch am Start, Freunde! Wer war das denn? John! Oh! Hallo, Kelvin! Immer ich! Dave, wo bist du? Hinter du hast euch. Gesagt, du suchst eine 3 Sekunden Lücke! Haben wir gecrashed? Wo bist du jetzt? Ich hab nie gesagt, ich hab so eine 3-Sekunden-Lücke. Ich hab gesagt, ich bin hier mit einer 3-Mann-Gruppe. Der Wagen ist raus hier im Chat. 3-Mann-Gruppe hab ich gesagt. Und wir sind zu dritt näher dran auf jeden Fall jetzt. Jetzt müsst ihr noch einmal leicht kollidieren oder so und dann sind wir dran. Nico, danke für den Twitch Prime, Kollege. Und Bomber Nation, für die vielen Dank. Kämpfen mit den Jürgi. Bomber Nation haut einen 10er raus. GG zu P2, mega geiles Rennen, perfektes Entertainment. Danke! Habe ich ein bisschen zu spät jetzt gelesen. Sub oder was? 10 Subs? Ne, 10 Euro. Jawoll! Donation! Detonation! Donation, okay. Detonation. Eine Donation? Oh, Französisch! Mais oui? Komm schon, Kelvin, Team Effort, wir müssen beide wieder aufs Podium. Komm schon. Soll ich den Jody rausdrücken jetzt? Würde ihn das triggern? Auf jeden Fall. Oh, schon wieder Unfall.
Und du wieder? Ja, klar. Nee, aber diesmal ist Challenge, glaube ich, abgeflogen. Komm, ich muss den Jörgi schlagen. Oh! Alter! Oh. Alter, ist das knapp zwischen euch beiden. Was macht ihr da? Ihr Verrückten, ey. Der Jörgi, der Jörgi! Wer gewinnt? Der Jörgi hat mich gekannt, nee! Und vielen Dank, Flo, für den gifted Sub. B2! Merci, B2. Mein Lieber. Alter, ja. Jürgen gewinnt, oder was? Jürgen war Dritter. Oh! Dave Gaming, Alter! Dave Gaming, Alter! Ich komme! Vorsicht! Ich komme! Vorsicht! Das ist der beste Kampfschrei. Ah, oh, Mann. Das war geil. Ja, Jui, JP, danke für den Tier 1! Aua! Legende, boom! Ja. Schönes Rennen, sagen die alle. Vielen Dank fürs Zuschauen, das hat mir und den Jungs auch super Spaß gemacht. Danke, Freunde. Echt geil. Ja, echt cool. Von mir auch GG an alles. War sehr nice. Calvin van der Luck, ja, so sieht's aus. Er hat nur Glück, der Kollege. Glückwunsch an Maximilian Prode, Glückwunsch, gut gemacht. Ja, Maximilian, Glückwunsch zum Sieg insgesamt. Gut gemacht, Junge. Bengro, Platz 5, sehr gut. Kevin, Christopher, Jan, Philipp, William, Bastian, Dennis, Bench, Sheldon, Jan, da bin ich schon auf Platz 5. Ah, mega Rennen, Freunde. Kevin, Leon, Marian, Moritz, Peter, alle nicht dabei. Nicht schlecht. Crazy, ey. Ach ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, müssen wir auf jeden Fall mehr machen, ne, Jungs? Ja. Macht doch mal eine TV-Total-Stock-Car-Crash-Challenge in iRacing. Das war cool. Hast du Wreckfest, Dave? Ja. Echt? Ja. Sollen wir ein bisschen zocken oder hast du was vor? Nö, ich hab nichts vor. Ich bin auch dabei. Können wir machen. Okay, spielen wir Wreckfest. Los geht's. Auf geht's. Haben wir ja noch nicht gespielt, ne? Achso, ja, doch. Ich hab's schon öfter gespielt hier. Nee, ich mein so, gerade eben. Wreckfest, Freunde! Chat, ja. Wreckfest? Was machen wir? Get done now. Vielen Dank für den Prime Sub, mein Lieber. Vielen Dank. Take me back. Wir haben dich wohl bei Tinder gesehen. Wer wen? Funkmaster, danke. War mega gute Unterhaltung bis jetzt, ja? Wir haben zwei coole Typen dabei. Der Dave und der René. Und Calvin ist auch dabei. Hat man auch, ja. Der coolste Typ von allen. Die sagen ja alle, Wreckfest. Wreckfest mit Dave und René. Ja, dann komm alle mal mit. Wir schauen, ob wir da alle in einen Server reinkommt. Ja, alter Falter. Ja, machen wir. Ja, ich mute mich für eine Sekunde für eine Abmod, weil die so schnell, die würdet kein Wort verstehen. Alles gut. Ja, für alle Leute im VOD, lasst gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo raushauen, gerne auf Twitch auschecken, live, dann ja, seht ihr das Freunde, Ganze auch live. Glückwunsch an Tico für den Gewinnspiel. Du kriegst auf jeden Fall den Geschenk von mir. Und ansonsten, bis demnächst.